Einfach ein Glas Pillen einwerfen, damit es überstanden ist. Aber ich tue es nicht. Deinetwegen. Das Einzige, was mir jetzt wichtig ist, ist, dass du dein Leben wiederkriegst. Was weißt du über Internate? Da schickt man seine Kinder hin, wenn man keine Lust hat, mit ihnen zusammen zu sein. Kimi Larsen, sie war 94 Zeugin eines Doppelmords. Nein! Wir glauben, dass es Schüler aus dem Internat Griffenholm waren. Detlef Prahm. Detlef Prahm, hat euch jemand ins Hirn geschissen? Und wer unsere Trophäe des Jahres erlegt, bekommt ein Sommerhaus in der Provence. Na, wenn's ja das Provence. Gut, fangen wir an. Fragen Sie. Haben Sie noch Kontakt zu ihr? Tut mir leid. Und wenn sie schon tot ist? Oder verheiratet? Ist da ein Unterschied? Ich will Ihnen helfen. Ich tue Ihnen nichts. Sie ist genauso schuldig wie die anderen. Kimi hat doch versucht, die Wahrheit zu sagen. Die anderen haben alle geschwiegen. Sie hat das nicht verdient. Ich fahre dich jetzt heim. Verdammt, du fährst mich nirgendwo hin. Du Mistkerl. Hey, hey. Karl. Du gehst zu weit, Karl. Wie können das... Hab ich dich gebeten, mitzukommen, Assad? Ich brauche dich nicht. Und jetzt versuchen sie, unsere einzige Zeugin zu töten.